Alles wird überschattet vom Krieg in der Ukraine. Gold allerdings hat sich bewährt in dieser Krise als sicherer Hafen. Wie sind die Aussichten von Gold und wie sind die Aussichten von Goldaktien, die nämlich relativ zu Gold stark zurückgeblieben sind in den letzten Jahren, wie Sie gleich erfahren werden. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch ganz besonders unsere neuen Zuschauer von RT News und von Sputnik. Kleine Anmerkung noch zur Ukraine und zu meinem Video dazu vom Donnerstag. Da sind dann ja später am Abend die Sanktionen bekannt gegeben worden, dann auch von der EU und von den USA. Die haben erstmal niemanden groß beeindruckt. Die Reaktion darauf am Freitag, das war eine Erholung beim russischen RTS-Index von 25%. Am Wochenende hat sich's dann aber doch nochmal deutlich verschärft, das Ganze. Man wird jetzt eben doch russische Banken vom SWIFT-System abschneiden zum Beispiel. Also bezieht sich aber wohlgemerkt nur auf die Banken, gegen die man sowieso schon Sanktionen verhängt hat. Nicht gegen alle, also nicht zum Beispiel gegen die Sberbank. Und Deutschland hat ja jetzt auch Waffenlieferungen beschlossen an die Ukraine, woraufhin Wladimir Putin dann ja die russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Was bei aller angemessenen Zurückhaltung jetzt einen schon zu dem Schluss kommen lässt, dass das jetzt wahrscheinlich die letzte große Sanktionswelle aus der EU gewesen ist. Ist alles nicht schön. Was es die Handelbarkeit betrifft von russischen Aktien und ADRs, also das Problem, das ich angesprochen habe am Donnerstag, da gibt es jetzt wirklich die ersten Beschränkungen schon, und zwar für die Anleger, die direkt in Moskau handeln. Da hat die russische Zentralbank nämlich jetzt angekündigt, dass zumindest Verkaufsorders von ausländischen Anlegern da nicht mehr angenommen werden. Ansonsten, so wie es aussieht, stand heute Vormittag der Handel von russischen Aktien und von ADRs in London und in Frankfurt, der läuft im Prinzip noch, so wie es aussieht. Aber bei den Einschränkungen von Kapitalflüssen und von Devisentransaktionen, die jetzt ja kommen werden, da ist es natürlich schon die Frage, wie lang funktioniert zum Beispiel dieses ADR-System noch und wie wird das werden mit Kapitaltransfers von Unternehmen mit operativem Geschäft in Russland, an die Aktionäre im Ausland. Die russische Notenbank, die hält heute Nachmittag jetzt eine Pressekonferenz ab. Das ist für das Video hier jetzt aber schon zu spät. Wir werden auf jeden Fall mehr erfahren, mit Sicherheit die nächsten Tage. Russische Aktien bleiben dadurch natürlich sehr riskant, aber das haben Sie wahrscheinlich auch schon vermutet. Und auch die Börsen allgemein, die sind jetzt natürlich komplett im Bann von dieser Krise. Das gilt für alle Assets, das gilt für Aktien, das gilt für Öl und Gas, selbstverständlich. Und das gilt natürlich auch für Gold. Gold ist im Februar gestiegen von unter 1700 Dollar die Unze auf bis zu 1970 Dollar die Unze am Donnerstag. Das war gleichzeitig auch ein neues Jahreshoch. Hat seitdem wieder leicht abgegeben, hat sich aber mustergültig damit bewährt als sicherer Hafen, anders als zum Beispiel der Bitcoin. Und kurzfristig ist Gold mit Sicherheit auch hauptsächlich ein Barometer jetzt für die Spannungen mit Russland, was umgekehrt schon auch heißen könnte, dass es jetzt wieder fallen kann, auch wenn sich die Lage beruhigen sollte da, was wir ja hoffen, oder wenn das Ganze eben auch wieder durch die Aufmerksamkeitsspanne vom Markt fällt, was auch nicht undenkbar ist. Dann sind wir bei Gold wieder zurückgeworfen, wenn das passiert, auf die Faktoren, die das Ganze schon vorher bestimmt haben, nämlich Inflation, Geldpolitik, Realzinsen und so weiter. Hier der 2-Jahres-Chart. Man sieht den Einbruch da noch ganz am Anfang im ersten Corona-Schock, anschließend der starke Anstieg bis Sommer 2020. Daraufhin geht es dann aber wieder runter, entwickelt sich dann jetzt seit ungefähr einem Jahr seitwärts, bis dann letzte Woche dieses neue Jahreshoch erreicht worden ist. Und die Gold-Langfristanleger, die sind wahrscheinlich nicht so unglücklich, weil wir ja im Vorfeld, also seit 2018 schon, ja auch schon eine starke Goldrallye gehabt haben.
viele andere Anleger, die waren aber wahrscheinlich schon enttäuscht. Und es gibt jetzt auch wieder viele Goldskeptiker, die sagen, was soll das jetzt alles? Warum Gold kaufen, wenn es jetzt nicht durch die Decke gegangen ist, in einer globalen Pandemie, mit riesigen Stimuli, mit einer beispiellosen Notenbankengeldschöpfung und mit einer Inflation auf 40-Jahreshoch in den USA, wenn es in so einer Lage nur noch seitwärts geht, was soll denn dann erst passieren, wenn die Pandemielage wieder besser wird, wenn die Fed die Zinsen wieder anhebt, was sie ja angekündigt hat, und wenn dann vielleicht sogar die Inflation auch wieder zurückgehen sollte? Das sind schon starke Argumente gegen Gold. Das ist mit auch ein Grund, warum ich ja auch in meinem Jahresausblick gesagt habe, ich sehe Gold im Moment neutral eher. Ich sehe es jetzt aber auch nicht völlig negativ, weil, was ich Ihnen ja auch gezeigt habe, die Goldpreisentwicklung der letzten 10 Jahre bzw. der letzten 11 Jahre, nach der Finanzkrise ist Gold ja auch erstmal stark gestiegen. Der Höchststand war dann erreicht 2011, 2012 und danach ist es dann ja sogar regelrecht abgestürzt, weil ja immer im Raum gestanden ist, irgendwann muss sich die Geldpolitik ja wieder normalisieren. Irgendwann werden die Leitzinsen ja sicherlich auch wieder angehoben. Nur, und das ist das Verrückte, genau in dem Moment, wo die Fed diese erste Zinserhöhung gemacht hat, Ende 2015, da war bei Gold das Tief erreicht und es ist dann wieder angezogen. Was ich mir eigentlich eben nur so erklären kann, dass die kommenden Straffungen da dann eingepreist waren und der Markt hat außerdem erkannt, dass diese Leitzinserhöhungen eben nicht so stark sein werden, dass dadurch wirklich ein eindeutig positives Realzinsniveau erreicht wird, was sich spätestens 2019 dann ja auch wieder bestätigt hat, als das Wachstum dann in den USA wieder nachgelassen hat und als man die Leitzinsen eben schon wieder senken musste. Und wir sind möglicherweise in einer ähnlichen Situation. Hier nochmal der Einjahreschart. Seit Monaten spricht man ja schon von diesen Leitzinserhöhungen und trotzdem steigt Gold ja wieder in die Erwartungen von diesen Leitzinserhöhungen hinein. Der letzte Anstieg, der ist jetzt natürlich durch die Ukraine-Krise gekommen, aber davon abgesehen war das letzte Tief ja auch schon im Oktober. Also vielleicht sieht es doch nicht ganz so schlecht aus. Und abgesehen davon, mein großes Szenario, mittelfristig, langfristig, das ist ja auch ein eher stagflationäres Szenario, also in der Tendenz jetzt zumindest, was dann ja auch wieder gut wäre für Gold. Insofern, die nächsten Monate geht es sehr wahrscheinlich darum, wie läuft es in Russland, mit Russland, was kriegen wir für Inflationsdaten, was kriegen wir für Konjunkturdaten, ist alles schwer zu sagen. Aber Korrekturen beim Goldpreis in diesen nächsten Monaten, die wären möglicherweise doch ganz gute Kaufgelegenheiten. Gilt das auch für Minenaktien? Man sagt ja immer, die Aktien von Goldproduzenten, das sind Wetten auf den Goldpreis mit Hebel. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil sie ja im Schnitt umso mehr verdienen, je höher der Goldpreis ist. So richtig stimmt das aber nicht mehr. Kurzfristig ja, das ist der Nice Arca Gold Bucks Index, ein Index mit den Aktien von 26 großen Goldproduzenten. Da gibt es auch ETFs drauf und so. Das waren die letzten 2 Jahre, ist vom Muster her schon ähnlich wie der Goldpreis, hoch im Sommer 2020. Und dass er in der Goldkorrektur dann stärker zurückgegangen ist, das ist auch ganz normal. Er ist aber auch insgesamt ein Underperformer. Zum Beispiel war Gold ja letzte Woche schon wieder auf einem neuen Jahreshoch und dieser Minenindex, der liegt jetzt aber noch deutlich unter dem Zwischenhoch vom Mai. Zum Beispiel, das nur als Beispiel. Und richtig deprimierend ist es aber auf lange Sicht. Das ist dieser Index auf 20 Jahre. Wir wissen, 2011 nach der Finanzkrise, da war erstmal ein Allzeithoch bei Gold, da war auch der Index auf Allzeithoch. Danach ist er massiv eingebrochen in der Spitze um 80%. Und als Gold dann aber wieder nach oben gegangen ist und 2020 das alte Hoch ja nochmal deutlich überboten hat, da hat er in diese andere Richtung nicht mehr die Hebelwirkung gehabt, sondern ist da deutlich drunter gewesen. Das Verhältnis zum Gold hat sich also verschlechtert und hier haben wir dieses Verhältnis, der Nice Arca Gold Bucks Index relativ zu Gold. Seit den frühen 90er Jahren eine Grafik von Merck Investments und Bloomberg, ich habe sie von der Seite von Mining.com.
Da kann man wirklich nur sagen, das hat sich dramatisch verschlechtert. Die Goldaktien hängen natürlich vom Goldpreis ab, aber die Bewertung, die man ihnen eben zugesteht, relativ zum Goldpreis, das geht immer weiter runter. Und das hier ist die Kursentwicklung von dem Index zum Gesamtmarkt, zum Aktienmarkt allgemein, in dem Fall zum S&P 500 Index. Auch das ist ganz erstaunlich. 2010 in der Goldrallye, da war er ja da richtig hoch bewertet und jetzt aber völliges Desinteresse und mehrjährige Tiefs bei diesem Verhältnis. Und es liegt jetzt nicht daran, dass das von den Fundamentaldaten her völlig uninteressant wäre alles, weil die Goldproduzenten, die sind im Moment hochprofitabel. Und es ist von den Bewertungen her auch einer der günstigsten Sektoren am Aktienmarkt. Und wir sprechen hier ja auch noch von den Goldbugs überhaupt, also von den großen Blue Chips im Goldsektor. Bei den kleinen und bei den mittelgroßen Produzenten, da ist es ja noch viel schlechter gelaufen. Und die sind gerade letztes Jahr eben auch in der Goldpreiskorrektur teilweise auch noch mal wirklich abgestürzt. Heißt es also, Goldaktien sind jetzt unterbewertet? Ich nehme eins schon mal vorweg: Sie kriegen morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report mit mehreren Gold-Blue-Chips, also Einzelaktien von großen Goldproduzenten. Wir haben da jetzt einiges vor im Goldsektor in dem Bereich. Wir machen morgen aber erstmal die Blue Chips, weil das die Goldaktien sind, die für die meisten Anleger natürlich auch in Frage kommen. Also große, breit diversifizierte Goldproduzenten. Die Reports von uns sind natürlich gratis, also wenn Sie die noch nicht kriegen, dann einfach noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist dann hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber versuchen wir doch zu klären, ob der Goldsektor damit jetzt an sich unterbewertet ist. Es gibt auch Gründe für die Zurückhaltung. Der erste, das sind schon mal die Kosten. Also wir haben im Moment immer noch Produktionsausfälle wegen Corona, das ist natürlich teuer, dann steigende Personalkosten und ganz konkret im Moment Energie, Diesel, Treibstoffe, ein wichtiger Kostenfaktor bei den Minen. Und die Energiekosten sind natürlich stärker gestiegen in letzter Zeit als der Goldpreis und das heißt in einigen Fällen wahrscheinlich niedrigere Gewinne. Noch wichtiger ist aber, dass die Kosten auch ganz grundsätzlich steigen. Seit vielen, vielen Jahren für Sozialprogramme, für Umweltschutz, Umweltauflagen. Und die Länder, in denen man die Minen anlegt, die wollen jetzt natürlich mittlerweile auch mehr abhaben von den Gewinnen, wenn sie die Minen überhaupt genehmigen. Und ist ja auch ihr gutes Recht. Und die Ausbeute wird aber auch immer geringer. Die Minen haben auch nicht mehr die Qualität, die sie früher gehabt haben. Die richtig guten Claims, die findet man natürlich ja nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. 1970 war der durchschnittliche Goldgrad bei den Minen 10 Gramm pro Tonne Gestein. Jetzt, 50 Jahre später, ist er noch bei 1,7 Gramm. Und dagegen kann man aber nicht viel machen. Und was aber das Schlimmste ist, im letzten großen Goldzyklus nach der Finanzkrise, da haben sich die Goldkonzerne erwiesen als richtig üble Kapitalvernichter. Als der Goldpreis hoch war, da haben sie eben wahnsinnig viel investiert, haben Riesenprojekte übernommen und gestartet, haben Übernahmen gemacht. Und als er dann wieder gefallen ist, da haben sie dann wieder Projekte verkauft, aufgegeben, abgeschrieben und Schulden abgebaut. Und als dann natürlich der nächste Zyklus angefangen hat, ab 2018, da waren die meisten zwar wieder ganz gut saniert, aber sie haben davon, von dem nächsten Anstieg, natürlich viel weniger profitiert als im Zyklus ab 2002, 2003. Und die Aktionäre haben sich das gemerkt natürlich. Und die machen jetzt eben auch einen Riesendruck auf die Goldkonzerne. Lasst das sein mit euren blöden Goldprojekten, sondern schüttet lieber mehr aus an uns, schafft Werte für eure Aktionäre. Die Minenkonzerne müssen das beherzigen und sie haben ja auch Geld genug im Moment, aber sie haben es natürlich grundsätzlich nicht ganz leicht, weil was macht man? Wenn man keine neuen Projekte anfängt jetzt oder kauft und der Goldpreis hält sich oder er steigt sogar, dann geht einem irgendwann mal in der Goldrallye die Produktion aus, mehr oder weniger. Aber wenn man investiert und der Goldpreis fällt, dann hat man wieder Geld vernichtet ohne Ende. Insofern, wenn Sie Minenaktien kaufen jetzt, dann brauchen Sie eben auch erstmal ein Goldpreisszenario für sich.
Also bin ich jetzt bullisch oder bin ich eher vorsichtig? Und dann brauchen Sie eben auch die entsprechende Gesellschaft, wo das Produktionsprofil und die Strategie auch dazu passt. Also ist die jetzt solide und hält sie das Geld zusammen oder ist es eine Gesellschaft, die gerade stark expandiert? Und das ist eben unterschiedlich interessant, je nachdem, mit welchem Goldpreis Sie rechnen in Zukunft. Und was jetzt aber die Gesellschaften konkret betrifft, der heilige Gral, interessanterweise, das sind momentan Merger und Übernahmen. Das ist das Credo. Also lieber einen anderen Konzern, der auch schon Produktion hat, übernehmen, auch wenn es zu teuer ist, als sich das Risiko antun, dass man selbst neue große Projekte entwickelt. Das überlässt man den kleinen Explorern nach wie vor. Und wenn Sie schon mal in solche Explorer investiert haben, dann wissen Sie auch, wie riskant das natürlich sein kann. Und wie man da unter Umständen eben auch immer wieder zur Kasse gebeten wird, wie es Kapitalerhöhungen immer wieder gibt, wie man dann verwässert wird. Also es kann schon sehr lukrativ sein, wenn man den richtigen hat, aber es ist durchaus auch riskant. Und aus dem Ganzen kann man, würde ich sagen, mit ein bisschen Fantasie zweierlei ableiten. Nämlich erstens, wenn die, die das Geld hätten für die Erschließung neuer Vorkommen, wenn die das nicht mehr tun, dann sieht es für den Nachschub mit Gold nicht besonders gut aus, zumindest langfristig und spätestens dann, wenn es jetzt nochmal einen Einbruch geben sollte. Und zweitens, viele von denen, die gute laufende Minen jetzt schon haben, aussichtsreiche kleine Produzenten, aber eben auch größere Produzenten schon mit mehreren Minen, die sind jetzt wirklich potenzielle Übernahmekandidaten und man hat da durchaus eine gute Chance in nächster Zeit, dass man rausgekauft wird mit einem Kursaufschlag. Ist zigmal passiert die letzten Jahre und das wird auch noch öfter passieren in nächster Zeit, weil die ganz Großen ihre Produktion sonst einfach nicht mehr halten können. Und darum meine These für den Sektor. Der gesamte Sektor ist, würde ich sagen, relativ zum Goldpreis moderat unterbewertet. Und die großen Diversifizierten, die unterscheiden sich natürlich auch alle voneinander. Aber ganz grundsätzlich sind die auch schon mal für jeden interessant, der zumindest mit einem steigenden Goldpreis rechnet. Aber die echten Unterbewertungen, die sind natürlich woanders im Moment. Und die sind nicht nur bei den kleinen Produzenten im Moment, sondern wir haben die inzwischen auch bei guten, mittelgroßen, soliden Produzenten, die profitabel sind, die eben solide sind im Moment, die sehr gute Minen haben auch schon zum Teil, die laufen und die hat es trotzdem aber teilweise stark erwischt in letzter Zeit. Da finden Sie Qualität zu einem teilweise sehr guten Preis noch. Und wir werden Ihnen da auch Vorschläge machen. Wir fangen aber in dem Report morgen trotzdem erstmal an, eben wie gesagt, mit den Goldbugs, mit den großen Goldkonzernen, die ja auch interessant sind. Also wie gesagt, noch schnell eintragen für die gratis Zukunftsmärkte-Reports von uns auf www.zukunfts-märkte.de. Alles in allem, wie auch immer man Gold sieht im Moment, es hat aber eben, wie wir gesehen haben, auch noch seine Eigenschaft als Krisenmetall. Und darum ist es eben grundsätzlich nicht falsch, auch Gold zu haben im Portfolio und gegebenenfalls vielleicht als Ergänzung eben auch ein paar Minenaktien. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und dass Sie diesmal wieder so lange ausgehalten haben und so lange dabei geblieben sind, weil ja Anlagethemen im Moment jetzt auch nicht unbedingt das sind, wonach jedem der Sinn steht zurzeit. Also alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.